Smarte Steckdosen, Lampen, Relais, Dimmer, Entwicklerboard, Sensoren, Lichtschalter und so weiter. Wie du all diese Geräte und noch viel mehr mit Tasmota flashen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und am Schluss habe ich noch einen Tipp für dich, wie du dir bei der Installation einige Klicks und vor allem Zeit sparen kannst. Und damit herzlich willkommen bei Go4Smart. Ich bin Timo und auf diesem Kanal dreht sich alles um Smart Home. Wenn dich das Thema also weiter interessiert, dann lass direkt mal ein Abo da und aktiviere auch die Glocke, denn dann verpasst du auch keine neuen Videos. Also lass uns starten und Tasmota flashen. Die aktuell wohl beliebtesten Produkte im Bereich Do-It-Yourself Smart Home sind meiner Meinung nach der Node MCU, der Wemos D1, ja, sämtliche Sonoff-Geräte und Shellys. Shelly? Okay, also Shelly habe ich gerade keinen da, aber egal. Alle diese Geräte kannst du mit Tasmota flashen und ich zeige dir jetzt Step-by-Step am Beispiel dieses Wemos D1 Mini, wie du in wenigen Minuten die neue Firmware aufspielst. Doch bevor wir starten, wenn du ein anderes Gerät besitzt, was auf diesem ESP8266-Chip basiert, dann schau mal auf diese Seite, dort sind alle Tasmota-kompatiblen Geräte aufgeführt. Übrigens, alle Links aus dem Video packe ich dir auch unten in die Videobeschreibung. Das Prinzip ist immer das gleiche und trifft somit auf alle Geräte zu. Also starten wir direkt mal mit Schritt 1, eine USB-Verbindung herstellen. Bei Geräten ohne USB-Anschluss musst du jetzt einen USB-Adapter nutzen, nämlich einen sogenannten FTDI-Adapter. Der hat 4 Pins, die für uns wichtig sind, nämlich Ground, VCC, TX und RX. Diese verbindest du mit Kabeln, zum Beispiel mit diesen Jumper-Kabeln, mit den entsprechenden Pins auf deinem Gerät. Dafür musst du einmal das Gehäuse abnehmen und die Pins auf der Platine suchen. Manchmal sind die ein bisschen versteckt, beim Sonoff sieht das zum Beispiel so aus. Und TX und RX werden jetzt einmal gekreuzt angeschlossen, der Rest ganz normal 1:1. Es reicht, wenn du die Kabel in den Pins beim Flashen kurz festhältst, damit die elektrische Verbindung hergestellt wird. Oder wenn du willst, kannst du sie auch fest einlöten, das ist egal. Beim Wemos D1, beim Node MCU oder auch bei anderen Entwicklerboards habe ich alles direkt auf dem Board drauf und kann direkt meinen USB-Board anschließen. Jetzt kommt unser Flash-Tool zum Einsatz, nämlich Tasmotizer, was wir einmal hier herunterladen. Falls du beim Start eine Windows-Warnmeldung bekommst, dann einfach alles akzeptieren und die Software starten. Als nächstes wählen wir uns den COM-Port aus. Falls du dir unsicher bist, schau mal in deine Systemsteuerung, welcher Port dort neu auftaucht, wenn du das Gerät an- oder aussteckst. Und wenn du gar kein neues Gerät angezeigt bekommst, das kann schon mal vorkommen beim Node MCU bei der Erstinstallation, dann musst du nochmal den aktuellen Treiber installieren. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht, was ich dir jetzt oben rechts verlinke. Danach gehen wir auf Release und wählen unsere entsprechende BIN-Datei aus. Wenn du Geräte hast, die vom Hersteller schon eine Firmware haben, also zum Beispiel ein Sonoff-Gerät, Shelly oder Tuya-Geräte, dann setz hier auf jeden Fall mal den Haken bei Backup. Dann kannst du nämlich auch im Zweifel die alte Firmware zurückflashen. Ja, und dann Tasmotize. Das war's. Aber jetzt kommt das Coole an diesem Tool. Denn normalerweise macht dein Gerät ja einen neuen WLAN Access Point auf. Du musst dich damit verbinden, dein Heim-WLAN suchen, eintragen, die Settings setzen, wieder mit dem anderen WLAN verbinden und so weiter. Ich zeige dir jetzt, wie du das alles sparen kannst. Wenn ich dir bis hierhin schon weitergeholfen habe, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Und wenn du wissen willst, was man mit Tasmota noch alles umsetzen kann, mit IO Broker oder auch mit anderen ESPs, dann abonniere doch direkt mal meinen Kanal und aktiviere auch die Klingel. Also, du kannst jetzt natürlich auch alles zu Fuß machen, wie ich eben schon angedeutet habe und wie du es vielleicht auch von anderen Tools kennst. Aber du siehst, wir haben hier unten noch einen Button Send Config. Und dort können wir alle wichtigen Konfigurationsdaten direkt einstellen, inklusive MQTT. Das ist nicht nur super cool, sondern spart dir auch eine Menge Zeit und Klicks, weil wir dieses ganze WLAN-Hopping umgehen können. Du stellst dir also deine SSID ein, dein WLAN-Passwort, wählst dir das entsprechende Template für dein Gerät aus. In meinem Fall und bei anderen ESPs nehmen wir hier Generic. Und dann kannst du die Konfiguration direkt über USB auf dein Gerät schicken. Mir ist aktuell kein Tool bekannt, was diese Funktion besitzt, so komfortabel und einfach zu bedienen ist. Und ja, wenn du genauso begeistert bist, dann schreib es mir mal unten in die Kommentare. Und jetzt vergiss nicht, sei smart und bis zum nächsten Mal.